Hi, Alex. Warum ist dein PC broke? Was hast du da gemacht, Mann? Echt? Nee. Kannst du dich kaputt machen? Warum hast du kaputt gemacht? Das ist doch echt scheiße. Also. Hi, Alex. Warum ist dein PC kaputt? Das finde ich scheiße. Das finde ich nicht per Mut. Hi, Alex. Was machst du denn hier? Mit welchem Gerät bist du denn auf Twitch-Chat? Yeah. Geh zum Sender. Hi, Alex. Geh dann kaputt. Echt? 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 Smodriano, echt. Ja, das ist echt. Dieser Zen-Garten ist echt. Beide Alex ist echt. Mainboard ist kaputt, kaputt. Aber das ist besser als Grafikkarte. Wenn eine Grafikkarte irgendwann macht, die kostet Geld. Geld kostet Geld. Grafikkarten sind teuer, die kosten Geld. Mainboard ist günstiger, die kannst du holen. Mainboard kannst du einfach so aus dem Internet bestellen. Doch kostet 150 Euro, wenn du gut holst. Ja, aber es ist voll gut. Ja, das holst du Mainboard. Nimm deine CPU, altes Mainboard, ja? Machst du auf der neue Mainboard, ja? Mit Spachtelmasse, nein. Du musst natürlich Leitpaste nehmen, damit der CPU-Kühler das kühlen kann, ja? Und dann die Kabel umstecken. Natürlich musst du Schrauben lösen vorher. Diese Rapskills. Ja, diese Schrauben. Ja, diese Schrauben, wenn eine Grafikkarte von der PCI Express. Nimmst du runter, natürlich mit dem Klecks. Ja, MCP. Dann hast du also noch andere Geräte. Wenn du zu wenig USB-Ports hast, dann musst du neuen kaufen, ein Hub. MCP. Ja, vielleicht eine PCI Express USB 3.0 Karte, so wie ich. Die muss ich für die Steam VR, für die Valve Index besorgen, weil sonst ging das nicht. Aber ist endlich war meine VR-Brille kaputt. 50 ja. Bit. XDD hatte Profile, daher neue Pro gekauft. Hat nicht geholfen. Denke daher, dass das mein Board dort ist. Auch neues bestellt jetzt. Naja, mal schauen. Als Alternative zur Wärmeleitpaste geht auch WD-40.